Genießen Sie jetzt die großen Momente der Fußball-Bundesliga-Saison 96-97 mit Becks. Es war, liebe Zuschauer, in jeder Hinsicht eine atemberaubende, erfolgreiche Saison. Die deutsche Nationalmannschaft kam mit dem Europameistertitel aus England zurück. Schalke verzierte den UEFA Cup mit einer blau-weißen Schleife. Und in Dortmund, da brachen alle Dämme, als die Borussia die Champions League gewann. Die Bundesliga setzte Europa ihren Stempel auf. Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das Geschäft. So war es auch in der Fußball-Bundesliga. Zum ersten Mal spielten vier Mannschaften um den Meistertitel. Die Bayern. Keine andere Mannschaft kämpfte so gegen sich selbst. Am Ende war wieder alles gut und die Münchner holten ihre 14. Meisterschaft. Und zum Beispiel Bayer Leverkusen, im vergangenen Jahr fast abgestiegen. Christoph Daum setzte seine Mannschaft mit Psychotricks in einen spielerischen Rauschzustand. Und dann war da noch der VfB Stuttgart, die Geometrie des Erfolges. Das magische Dreieck zauberte sich wieder in die Herzen der Fußballfans. Kandidat Nummer 4, die Borussia aus Dortmund. Dort hatten sie zeitweise mehr Verletzte als andere Spieler. Trotzdem hielten die Borussen im Meisterschaftskampf lange Zeit mit. Aber nicht nur auf dem Spielfeld versteht man sich blind. Auch mit unserem Partner Becks gelingt bereits seit Jahren ein optimales Doppelpassspiel, das zu großen Erfolgen führt. Darum präsentiert Becks, der langjährige Partner von RAN, auch die Typen, Tore und die großen Momente der vergangenen Saison. Die Bundesliga lebt. Atmen Sie mit. Werfen wir einen bescheidenen Blick zurück auf das Wesentliche. Es gibt nur einen Ball. Wenn die anderen haben den Ball, frage warum. Eine Frage, die mir plausibel macht, warum sogar Philosophen sich mit Fußball beschäftigen. Konfuzius sagt, zweifle nicht ohne Hoffnung und hoffne nicht ohne Zweifel. Ja, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das Gefühl hatte ich auch. Die Bundesliga? Eine Erlebniswelt? Satz von Albert Camus, der gesagt hat, im Fußball habe ich alles über das Leben erfahren. Dafür gebührt ihm Dank. Ich möchte da eigentlich ein sehr schönes Indianerzitat hier verwenden. Man sollte erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat. So einen Käse habe ich überhaupt noch nie gehört. Das geht unter die Gürtellinie. Das war unterste Schublade. Die Bundesliga, eine Gefühlswelt? Ich habe viele Devisen bekommen. Es tut weh, ja. Das Leben geht weiter, bei uns wird keiner erschossen. Das gilt, das steht, das werde ich so machen. Oje, das ist hart. Wenn mich jemand erwischt, zahle ich eben 10.000 Mark für einen guten Zweck. Da freut man sich Monate drauf und wenn es dann soweit ist, dann ist es umso schöner. Die Bundesliga, eine Erfolgswelt.
schon ein Sprichwort, der Tüchtige hat Glück. Aber im Fußball ist nichts normal. Heute war es ja nicht berauschend und jedem anderen Trainer wäre das Lachen vergangen. Ihr Trainer hat nur geschmunzelt kurz vor Schluss. Können Sie sich das erklären? So, mir ist aber kalt jetzt, wirklich. Boah. Bei uns entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich vor lauter Schwätzen habe ich einen Scheißdreck zusammengefahren. So, keine Frage mehr? Nee. Becks große Momente. Deutschland importierte 1996 aus Italien Millionen von Autos. Millionen Hektoliter Wein. Und Tonnen von Spaghettis, aber nur einen Fußballspieler. Ruggero Rizzitelli. Der erste italienische Fußballprofi in der Bundesliga. Der neue alte Trainer Giovanni Trapattoni hatte diese Idee. Ich habe gesagt, Uli, es gibt Rizzitelli, er ist ein schöner Stürmer. Der schöne Rizzitelli, Vollblutstürmer, bekannt für heiße Tore, schnelle Dribblings, prima Pässe und raffinierte Schüsse. Ruggero Rizzitelli, Bayern-Spieler mit der Nummer 20. Er machte sich gleich mit den Gegebenheiten vertraut. Ich kenne die Situation hier sehr gut, ich bin das gewohnt. In den bisherigen Vereinen musste ich stets um meinen Stammplatz kämpfen. Das ist eine zusätzliche Motivation. Ja. Im ersten Saisonspiel hatte Trapattoni ein Herz für den Italiener. Auf der Ersatzbank war kein Platz für Rizzitelli. Dafür im Strafraum von St. Pauli. Das erste Spiel und gleich das erste Tor für Ruggero Rizzitelli. Das lag womöglich an der guten Betreuung von Italiener zu Italiener. Ich will jeden Tag mit ihm, die wenigen Wörter ich kenne, lernen ihm. Den Pass zu Rizzitellis erstem Erfolgserlebnis schlug übrigens Mario Basler. Der war auch neu beim FC Bayern und hatte richtig Spaß beim ersten Saisonspiel im Volksparkstadion. Kurz danach hatte Super Mario noch eine gute Idee. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt. Mario Basler steht da drüben, in der Mitte vom jetzig halb Bayern. Doch was macht der ehemalige Bremer? Rotzfrech schießt er ins Tor. Basler hatte gleich ein Zeichen gesetzt. Bayern gewann beim FC St. Pauli mit 2:1. Und Mario machte gleich deutlich, wie das in dieser Saison beim FC Bayern laufen soll. Wenn man Ruhe im Verein hat, dann gibt es dieses Jahr nur ein deutscher Meister, und das ist der FC Bayern München. Nur wir können es uns nur selbst kaputt machen, wenn wir mit dem Theater weitermachen, wo die Mannschaft letztes Jahr aufgehört hat. So ging es weiter mit den kornigen Jungs von der Säbener Straße. Und ganz zivil entwickelten sich neue Männerfreundschaften im sonnigen Bayern. Mario Basler und Lothar Matthäus waren dicke miteinander. Stand der eine mal weiter weg, meldete sich der andere sofort. Achtung, bissiger Hund. So ein neues Traumpärchen jetzt? Traumpaar auf der Tribüne. Auf der Tribüne, ja. Heute auf der Tribüne, ja. Ich hoffe, dass auf dem Spiel auch so funktioniert wie auf der Tribüne. Und es funktionierte mit Lothar Matthäus und den Bayern so einigermaßen. Immerhin, gegen Leverkusen gab es das beste Heimspiel der Hinserie. Helmer traf, Basler fieberte verletzt mit. Und so ging es weiter. Zitellis Gala-Vorstellung. Mario Basler war so begeistert und wollte deshalb unbedingt näher am Geschehen sein. Und auf der Ehrentribüne wussten sie, Bayern ist zum ersten Mal Tabellenführer, oder Berti? Für Klinsmann und Co. hätte alles so schön sein können. Doch einer war unerbittlich bei den Bayern. Ey! Wechseln! Binden! Da alle! Sind doch alle außer Form! Ey! Wechseln! Das geht doch nicht alle! Ich wechsle aus, wen ich will! Gegen Werder Bremen mussten zwar nicht alle raus, aber der Trainer machte auch vor den großen Stars nicht Halt. Jürgen Klinsmann und Mario Basler standen zur Halbzeit im Abseits.
Wieder mal aus der Mannschaft geflogen. Bayern hatte zu oft Hänger und ausgerechnet die Superstars mussten es ausbaden. Keine Angst vor großen Namen. Dazu noch die Niederlage beim alten Rivalen SV Werder Bremen. Andreas Herzog und Bruno Labbadia gegen Werder. Die Krise war da und Trapp kam in die Kritik. Er möchte mir so eine sogenannte schöpferische Pause geben. Und das muss ich akzeptieren, tue ich auch. Der Trainer hat ganz bestimmt die Auffassung, dass vor allem, wenn man mal in Führung ist, keins mehr bekommen darf. Das ist in seiner Mentalität drin. Klinsmann hat es schlecht Sprache und du hast es schlecht verstanden. Wir haben einfach Probleme im schnellen Spielaufbau, auch vor allem unser Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Wir sind da nicht zwingend genug. Wir schaffen es nicht, den Gegner mal permanent unter Druck zu setzen. Manchmal die Spieler sprechen ohne denken so viel, was passiert im Fußball. Gegen Köln sollte es Besserung geben. Die Fans hatten sich entschieden und bekundeten: Klinzi, wir glauben an dich. Und Jürgen Klinsmann traf. Basler hatte für die Vorlage gesorgt. Das Comeback des Goalgetters war perfekt. Mario hatte noch Zeit zum Jubeln. Kurz danach wurde er ausgewechselt. Jürgen Klinsmann, 2 Tore im Müngersdorfer Stadion. Mario Basler konnte wenigstens den interessanten Gesprächen am Rande in Ruhe beiwohnen. Jürgen Klinsmann schoss die Bayern aus der Krise. 4:2 beim 1. FC Köln. Dann war Schluss. Die Bayern wollten zeitig nach Hause, denn im nächsten Spiel war der Meister dran. Aber in Dortmund, dort feierten sie zunächst einmal das neue Westfalenstadion. Die Borussia wollte den Titel-Hattrick. Und Matthias Sammer? Meine Person nur da hinten rum geigen. Also das ist zu wenig für ein Nationallibero. Dortmund präsentierte sich als wahrer Meister der Verdrängung. Unbeeindruckt vom großen Verletzungspech mischte die Borussia in der Spitzengruppe mit. War sogar die beste Auswärtsmannschaft der Hinrunde. Und Manager Michael Mayer bekannte Farbe. Ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Schwarz und Gelb sind eigentlich die schönsten Farben der Welt. Das hat Adi Preisler gesagt. Was damals galt, stimmt heute immer noch. Zumal Schwarz-Gelb das Blau-Weiß überdeckte. Die Borussia schlug Schalke. Dortmund-Herz, wat willst du mehr? Das schönste Tor durch die blendende Spiellaune an diesem Tag. Ehemann holt den Lottoschein aus der Lottozentrale ab und hat 5 Millionen gewonnen. Er ruft seine Frau zu Hause an: Schatz, Schatz, pack deine Sachen, ich habe 5 Millionen im Lotto gewonnen. Sagt sie, super, wohin geht's? Ich dachte, da ist mir scheißegal, Hauptsache wir sind weg, wenn ich nach Hause komme. Es gab auch weniger Lustiges und Ottmar Hitzfeld hatte viel zu erklären. Vor allem solche Gegentore brachten die Borussen aus dem Tritt und aus der Fassung. Stefan Kurs fühlte sich vom Schiedsrichter missverstanden und Jürgen Kohler verstand die Fußballregel nicht mehr. Was? Seit wann darf man denn beim Fußball den Ball in die Hand nehmen? Oh, das gibt's doch gar nicht, du spinnst ja wohl. Das war doch ein Kopfball. Du hältst dich da raus, ist das klar, ja? Aber das war Kopf. Ach, du hast doch keine Ahnung, Mann. Kopf ist auch nicht erlaubt. Für Ottmar Hitzfeld wurde der Job an der Seitenlinie unruhiger. Ich möchte mich nicht von vornherein geschlagen geben und sagen, ja, jetzt bleibe ich draußen sitzen und mache nichts mehr. Dortmunds Trainer reagierte, suchte erstmals öffentlich nach Schuldigen und fand einen, den Dienstältesten der Borussia, Michael Zorc. Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach. Am Ende schummelten sie sich durch die Hinrunde und das mehr schlecht als recht. Das hat mich auch sauer gemacht, weil wir das alles klar abgesprochen haben. Und wir da
zu viel Egoismus gezeigt haben, weil jeder nur daran dachte, vielleicht ein Tor zu schießen. Ich wehre mich einfach nur dagegen, gegen den Vorwurf, mir Egoismus zu unterstellen. Wenn ich natürlich nach vorne spielen will, dann will ich für die Mannschaft was erreichen. Trainer, wir müssen was ändern. Ich muss ins Mittelfeld, sonst können wir das Ding nicht mehr umbiegen hier. Ottmar Hitzfeld und Matthias Sammer. Ein Duett, das auch nicht mehr hundertprozentig harmonierte. Die Probleme des Titelverteidigers wurden deutlich. Bei der 1:5 Niederlage in Gladbach erlitt die Borussia Schiffbruch. Muss man so ein Schlauchboot dabei haben und sich mal treiben lassen im Wasser. Dortmund und die Wissenschaft von Anspruch und Wirklichkeit. Misserfolge verarbeiten, das hatten sie verlernt. Nur die Siege in der Champions League gaben Ottmar Hitzfeld weiter die nötige Ruhe. Skandal im Schwabenbezirk. Freddy Bobic und seine musikalischen Mitstreiter produzierten einen Hit in einem Nachtclub. Rot-Weiße im Rotlichtmilieu. Ein bisschen crazy sollte es beim VfB schon sein. Ja, das rote Licht passt sehr gut zu uns eigentlich, das rote-weiße Licht. Wir Fußballfans durften Voyeure sein beim Lustspiel des VfB. Allzeit bereit für eine verrückte Stuttgarter Ledernummer. Spaß haben. Vor allem auch den Spaß rüberbringen, dass da so viel Spaß dabei ist. Es ist ja aus dem Spaß entstanden. In der Musikszene stürmten Bobic, Haber und Poschner die Charts. Kultstatus für die Ballzauberer. Ist da eine Portion Selbstironie dahinter? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns da, auch wenn man die Bilder betrachtet, ein bisschen selbst auf die Schippe genommen. Das motzende Dreieck beim Gipfeltreffen mit Bayern. Titelträume platzten an der Meckerfront. Der Auftritt einiger Leute war äußerst peinlich. Nein, die Bayern meckern nicht. Halt. Wenn selbst ich Spieler beruhigen muss und dann noch Spieler vom Gegner beruhigen muss, dann muss schon sehr, sehr viel vorgefallen sein. Ruhig, Freddy, ganz ruhig. Ich bin ruhig. Ruhig, Freddy, ganz ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ja sowas von ruhig. Ich bin ruhig. Was Bobic gestern gemacht hat, hat zwischen 12 und 16 gelbe Karten verdient gehabt. Ich spiele seit 3-4 Jahren so schon Fußball und seit 2 Monaten regt man sich drüber auf erst. Und das ist eine Unverschämtheit von so einem jungen Mann, der sich über die Reichweite so eines Verhaltens überhaupt nicht im Klaren ist. Mit Herrn Hagen in einer Mannschaft zu spielen. Hey, Franz, bleib locker, fang nicht wieder ein, Junge. Die Strategie der geordneten Genies. Joachim Löw, ein Nobody als Chef der Superstars. Hütchenaufsteller, Lückenbüßer, aber plötzlich reifte der nette Yogi von nebenan zu einem Cheftrainer, der aus vielen Einzelkörnern ein funktionierendes Ensemble formte. Daran waren viele seiner Vorgänger gescheitert. Joachim Löw erlebte den Rummel des Spektakels Bundesliga sehr distanziert. Der stille Fußballdozent mit seinem Credo der Bescheidenheit. Wenn eine Mannschaft so sich da gegenseitig unterstützt auf dem Platz oder im Laufe der Woche, dann kann man gemeinsam stark sein. Und der Einzelne ist dann einfach viel weniger wert. Und Egoisten, die sind da vielleicht in diesem Mannschaftssport einfach fehl am Platze. Drei Patzer, aber unzählige Paraden. Franz Wohlfahrt war der große Rückhalt beim VfB, bis auf wenige Kunstpausen. Wiener Schmäh als schwäbisches Joint Venture. Die ungezwungene Lebensart von Franz Wohlfahrt belebte die VfB-Gruppendynamik. Die Perfektion des Liberos. Frank Verlaat spielte einmal mehr eine überragende Saison in Stuttgart. Nur noch holländischer Nationalspieler werden, fehlt zum großen Glück des Frank Verlaat. Die Ballzauberer aus aller Herren Länder im Ländler halten. Auch das war ein Saisonziel des VfB. Balakow machte den Anfang. Nur einer drückt auf den Kanal der Abschiedstränen. Elber-Tore, diese Gesamtkunstwerke aus Athletik, Artistik und Ästhetik, sie wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Das innigste Bundesliga-Pärchen trennt sich. Es geht eine Abschiedsträne auf Reisen.
Nein, nein, das ist ihm nicht. Von meiner Seite nicht, weil nicht von meinem Schatzle. Ich weiß auch nicht, also ich meine, da wurde schon sehr viel geschrieben. Die beiden und der VfB gehörten zu den Lieblingen der Bundesliga, auch ohne einen Meistertitel. Ortswechsel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Ach so, das war der andere. Ein Satz, der war aber auch schwer. Nein, wir haben den vorhin. Soll ich so ein Papier? Das gibt's doch gar nicht. Genau, das gibt's. Wir haben vorher noch gesungen. Ich glaube, es geht schon wieder los. Christoph Daum. Nach 3 Jahren Bosporus kehrt er an den Rhein zurück. Der Lautsprecher der Liga und der biedere Werksclub. Viele zweifelten, ob das gut geht. Okay, sind Sie jetzt soweit? Ja, ja. Ich warte die ganze Zeit schon. Ja? Sind Sie soweit? Ja? Ja? Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Denn plötzlich herrscht bei Bayer Feuer unterm Dach. Da ist einfach Action. Und ich glaube, für Action und Emotion stehe ich. In Köln wollte man ihn nicht. Den Offiziellen in Leverkusen kam er gerade recht. Was fällt Rainer Kallmund zuerst ein, wenn er an den Namen Christoph Daum denkt? Power arbeiten, Power. Und eine ganz neue Bayer-Philosophie. Totale Identifikation, totale Einsatzbereitschaft bis über die Schmerzgrenze hinaus. Daum machte aus den Fast-Absteigern der letzten Saison Gewinnertypen. Weil wir einfach den Sieg mit allen Fasern unseres Körpers erringen wollen. Zampano und der Jubel-Hansel in einer Person. Christoph Daum. Boah, ey. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Ich traue mich nicht so richtig, sie zu stellen. Aber viele haben mir gesagt, stell sie einfach mal, weil das ist so ein Eindruck, den wir haben. Der Christoph Daum hat manchmal so einen Blick, der ist so intensiv. Ja. Sind Sie verrückt? Und ich meine, Sie wissen, was ich meine. Fußball verrückt natürlich. Die andere Seite des Christoph Daum. Künstler, Philosoph, Schöngeist. Aber natürlich denkt er auch bei der Malerei immer nur an Fußball. Er spricht der Meister. Bei einigen Situationen geht es um Emotionalität, geht es um Kreativität, auch um einmalige Dinge. Genauso wenig wie ein Kunstwerk wiederholbar ist, ist manche Torschussaktion, mancher Spielzug einmal. Er ist eben ein Fußballlehrer der etwas anderen Art. Nehmen wir zum Beispiel Ulf Kirsten. Vor der Saison wollte er den Verein schon verlassen. Doch dann baute Daum den Torjäger mit ganz speziellen Mitteln wieder auf. Dass Sie wieder treffen, das liegt an der sogenannten, an seiner Staubsaugervertreter-Mentalität. Können Sie da was mit anfangen? Ich ja, aber Sie bestimmt nicht. Können Sie es mir erklären? Nee, möchte ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Worum geht's da? Nein, das kann ich nicht sagen. Dann wenden das die anderen Mannschaften auch an und sind wir im Nachteil. Die ist so genial, diese. Wie heißt die nochmal, diese Theorie? Staubsaugermentalität. Genial einfach oder einfach genial? Auf alle Fälle erfolgreich. Mit 22 Treffern holte sich Kirsten die Torjägerkrone. Aber was ist eigentlich die Staubsaugervertreter-Philosophie? Es kommt ja da immer darauf an, dass man die entsprechende Ausdauer hat und dass man sich nicht von einem, der an der Tür einen ablehnt, irgendwie abschrecken lässt, sondern zur nächsten Tür wieder geht, um nachher eben sein Geschäft zu machen. Und das ist die ganze Philosophie. Ja. Staubsauger-Philosophie. Die Vertreter der Liga ließen sich von der Tabellenspitze nicht mehr abwimmeln. Bayer Leverkusen in der Hinrunde. Christoph Daum hatte ohne große Stars und mit vielen jungen Spielern ein Spitzenteam geformt. Vor 6 Monaten stand Leverkusen mit einem Bein in der zweiten Liga. Jetzt konnte man wieder größere Sprünge wagen. Die Ziele mussten neu definiert werden. Herbstmeisterschaft. Letzter Hinrundenspieltag in Bochum. Ramelow bringt Bayer mit 2:1 in Führung. Leverkusen ist Herbstmeister. Bis eine Minute vor Schluss. Gibt's das? Ausgleich. 2:2, 89. Minute. Die Schrecksekunde. Tief Luft geholt. Und du, Rudi, das gibt's doch nicht. Darius Wosch schraubte Leverkusen doch noch den verdienten Sieg. 168 cm Ruhrpott-Power. Sie klauten Leverkusen in letzter Minute die Herbstmeisterschaft. Darius Wosch, zweifelsohne der Spieler der Hinrunde. Becks große Momente mit Typen der Saison. Eine graue Maus wurde bunt dank Darius Wosch. Er verzauberte Bochum, die Mannschaftskollegen waren ganz fasziniert. Ich denke mal, da gibt es in der Bundesliga keinen, der so einen kleinen Mops wie den Darius, wenn der sich mal anfängt zu drehen, halten kann. Also das ist seine Spezialität und da kommt auch keiner hin.
Der VfL Bochum, Senkrechtstarter aus der zweiten Liga. Und Darius Wosch hatte den Zünder in den Beinen. Explosionsartige Vorlagen und Tore über eine ganze Saison. Den Gegnern spielte er schon mal Knoten in die Beine. Dank Darius Wosch kam es zu ganz neuen Erkenntnissen rund um die Liga. Ja, die Kleinen proben den Aufstand, sagte der Bundestrainer und machte aus Wosch einen Nationalspieler. Da blieben entscheidende Fragen offen. Wer ist denn größer? Sind Sie größer oder der Thomas Hässler? Ich bin 2 Zentimeter größer. Und wer ist größer, Berti Vogt oder Sie? Ich glaube, ich bin noch ein bisschen größer. Noch kleiner als Darius sind höchstens seine beiden süßen Kinder. So geht es zu, wenn die Familie Wosch das Restaurant verlässt. Darius Wosch, Liebling Bochum, neuer Star im Ruhrgebiet. Der VfL Bochum, hemmungslos auf Wosch eingestellt. Dank so schöner Tore in der nächsten Saison heißt es Europa. Der VfL Bochum kommt. Darius Wosch, das 5:0, 77. Minute. Jetzt war klar, UEFA Cup und der VfL Bochum ist dabei. Darius Wosch war vorbereitet. Und sein Trainer traute sich jetzt auch das T-Shirt zur Erfolgsstory. Kommen wir zur nächsten Erfolgsstory, 700 Kilometer weiter nördlich. Bei uns liegen Sie richtig. Der war gut. Familie Hansa Rostock baute ganz auf ein. Jonathan Akpobori aus Nigeria. Hansa holte sich Luft im Abstiegskampf, weil Akpobori die Tore machte. Und die Mannschaft hatte ein Vorbild. Schön braun, schön schnell. Schön braun und schnell war das Motto in Rostock. Das Sonnenstudio von Hansa-Star Thomas Ganzauge wurde zur Hobbythek für Fußballprofis. Ich bin braun ohne Ende. Wie oft machen Sie denn in der Woche Solarium? Für 2-3 Mal. Also ich bestimmt 5-6 Mal. Spielt man dadurch besser Fußball? Also ich hoffe es. Also bei mir hat es zugetroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir schlägt es an. Bei uns werden Sie Ihr braunes Wunder erleben. Gemeint war natürlich Jonathan Akpobori. Trotzdem, die Rostocker verlieren ihr Fußballwunder, denn Akpobori spielt im nächsten Jahr für den VfB Stuttgart. Apropos Vereinswechsel. Aus Sean Dundee vom Karlsruher Sportclub wurde Hans Dunde. Denn der Südafrikaner bekam einen deutschen Pass. Schön für den KSC, denn Dundee ließ sich bei einer Sache wenig Zeit. Tore im Minutentakt, wie gegen den FC St. Pauli. Innerhalb von 7 Minuten 3 Training in Karlsruhe. Sein Urlaub verbrachte Hans Dunde, na wo? In seiner alten Heimat Südafrika. Und dort musste er jedem erklären, wo er in Zukunft Fußball spielt. Oh ja, fast hätte Sean Dundee den KSC verlassen. Schluss blieb er und genoss das Happy End. Karlsruhe im nächsten Jahr im UEFA Cup. Die Bundesliga ging in die Winterpause und nur wenige Herren fanden das okay. Frohe Weihnachten und gute Rutsche ins neue Jahr. Urlaubsstimmung beim VfB Stuttgart und wenn es der Kuh zu gut geht, geht sie aufs Eis. Oder sie probiert es zumindest. Die erste Eishockey-Liga in Brasilien aufbauen. Ja, ja, das mache ich schon. Wenn ich die Torgefährlichkeit auf dem Fußballplatz auch zeigen würde, dann könnte Berti nicht mehr an mir vorbei. In München dagegen freuten sich alle gemeinsam auf einen Single-Urlaub. Wir waren vorher nicht im Urlaub, wir müssen auch nachher nicht im Urlaub fahren. Urlaub, den haben wir uns verdient. Aber wer bezahlt uns den Ferienspaß eigentlich? Ich finde es nur eine Unverschämtheit von Millionären oder Spielern, die so viel Geld verdienen, hier auf ihr Urlaubsgeld zu pochen. Es ist nun mal Gesetz und ich habe nichts anderes getan, als
diese Möglichkeit auszuschöpfen. Wer sich in 12 Monaten Fußballprofi keinen Urlaub leisten kann, der sollte sofort seinen Beruf aufgeben. Ob ich jetzt der Buben mit oder nicht, das wird sich auch widerlegen. Ein Spieler, der sowas gegen bei uns erstreiten würde, den würde ich persönlich sofort entlassen. Ja, weil das ist eine Unverschämtheit in der jetzigen Zeit, bei dieser Situation, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, dass Fußballprofis noch Urlaubsgeld erstreiten in Höhe von 30, 40, 50.000 Mark. Ich finde das so eine bodenlose Frechheit, dass ich eigentlich gar keine Worte dafür habe. Die Fußballprofis ausgelassen, beschwingt und wie immer auf der Piste. Toni Polster zum Beispiel fährt voll drauf ab. Natürlich als Österreicher fährt man jedes Jahr natürlich 1 bis 2 Wochen Ski und von daher kriegen wir das von der Pike auf mit. Für die Bremer ging es den Skihang genauso gekonnt bergab wie in der Tabelle. Weltklasse. Der eine kann es, der andere lernt es. Der Rest lässt es besser. Wenn der Schnee weg ist, dann gehe ich auf den Platz und dann fange ich von Anfang an. Ganz rechts steht die Frau. Wunderschön. Goal! Tennis würde man sagen, unforced errors. Mit einem Mann weniger, wie versteht man das? Ohne Torwart. Becks, die großen Momente mit dem Vierkampf der Bundesliga. Wenn wir das Spiel heute gewinnen wollen, müssen wir in die Hände spucken. Ist doch albern. Mit Spucken hat noch keiner ein Spiel gewonnen. Das zählt doch auch gar nicht, Spucken. Kann ich nicht einfach draufknacken? Können Sie auch machen, ist mir egal. In Dortmund versuchten sie alles, denn hier knackten, mit Verlaub gesagt, vor allem die Knochen. Verletzte, Pleiten, Pech und Pannen. Die tragbare Sauna am Spielfeldrand war ja sehr schön. Das Problem lag zum Rückrundenstart aber woanders. Paul Lambert ist gestern Abend in einen Schneesturm in Glasgow gekommen. Der Matthias Sammer wurde noch gestern gespritzt in München. Paulo Sousa ist in Paris bei seinem Arzt und Julio Cesar ist noch in Brasilien. Zum Rückrundenstart bekam Ottmar Hitzfeld aber eine Mannschaft zusammen. Gegner Christoph Daum mit Bayer Leverkusen. Die meldeten sich zuerst. Leverkusens Führung durch Paulo Sergio. Gegenspieler Martin Kreh war wohl noch im Winterschlaf. Dann kurbelte Turbo Möller. So wie sie ihn in Dortmund am liebsten sehen. Und dann Müller holt sich den Ball und was ist das? Andreas Müller, ein Strich, ein wunderbares Tor. Dortmund kam trotz kleiner Schwierigkeiten gut ins Jahr 1997. 3:1 gewonnen gegen die 11 von Christoph Daum.
Und Leverkusen? Nach erster Erregung ging es direkt in den Karneval. Vorneweg Christoph Daum und Rainer Kallmund. Der sagte den absoluten Höhepunkt an. Leverkusens neue Boygroup, die Bayer Street Boys Alaf. Ausflippende Menschen lagen sich in den Armen. So etwas hatte Leverkusen noch nie gesehen. Die Feier ging auf dem Fußballplatz weiter und hatte einen neuen Namen. Markus Feldhoff. Er schoss die Bayern aus dem Haberlandstadion. Giovanni Trapattoni formulierte das später so. Ich habe viele dieser bekommen. Ihr auch in ihr für diese Situation. So wie wir heute gespielt haben, da gewinnst du nicht einmal gegen einen A-Klassen-Verein. In Leverkusen ging es weiter im Dreivierteltakt, quer durch die Bundesliga, und in München ermittelte jetzt der Kommissar. Herr Derrick, übernehmen Sie. Ich bin ausschließlich wegen Herrn Trapattoni hier. Und der brauchte Hilfe. Statt auf die Gegner gingen die Bayern aufeinander los. Der Kriminalfilm von der Säbener Straße hieß Der Spion, der mich verpfiff. Schlechter Start in die Rückrunde. Geheimnisse aus der Mannschaft gelangten an die Öffentlichkeit. Wir können nicht jetzt hier Lautsprecherapparate in die Kabine einbauen oder was auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, da hockt einer mit dem Tonband drin oder so. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist sowas eine Charaktersache. Ich weigere mich, den Detektiv zu spielen. Trapattoni hatte weiter keine Angst vor Spionage und wechselte munter aus. Wie zum Beispiel? Mario Basler. Was? Ich? Ich? Kann doch nicht sein, oder? Ist aber so. Na gut, wenn's sein muss, nehme ich halt gleich den Klinsy noch mit. Nee, ohne Klinsy gehe ich nicht, wirklich nicht. Wie im Hinspiel, Basler und Klinsmann raus. Flitzt von dannen, schneller als oft zuvor. Weg ist er, weg ist er. Ja. Hallo. Mario, willst du was sagen? Nee. Ihr dürft doch gar nicht hier rein, oder? Okay. Ja? Wir bleiben, alles klar. Super Mario durfte nie durchspielen und machte gegen Werder Bremen auf beleidigte Leberwurst. Alle waren irgendwo ein bisschen nervös. Komm doch mit rein. Komm halt mit rein, jetzt sind morgens um 9 schon filmen willst. Franz, bitte auch für die Kollegen. Du hast eine Videopause gekriegt. Ja, aber das ist ja nur ein Spiel. Der Präsident sagte später im internen Kreis, Bayern, das sei eine Scheißmannschaft. Hat er damit recht, wenn immer wieder was in die Öffentlichkeit kommt, dann ist er auch ein Scheißhaufen. Ganz einfach. So, und jetzt gehe ich, jetzt habe ich Termin. Nämlich einen Termin zum Toreschießen. Dank Basler kam Bayern besser in Form. Es begann der bayerische Gipfelsturm. So ist er, unser Mario. Nach Kritik erst recht unberechenbar. Basler war wieder da, musste aber immer noch früher gehen. Seine Reaktion jetzt etwas anders, fast ausgleichend, liebkosend, nett, vertraulich. Das ist normal, alles. Das ist wirklich, weil der Mensch hat einen Charakter. Wenn es eine Konege, verstehe, Konege ist. Fernab der Konflikte, der neue Stolz von Jürgen Klinsmann hieß Jonathan. Oder? Nee, erstens mal heißt er Jonathan, also weil ich leg Wert auf die englische Betonung. Klinsmann, von Windeln verweht, kündigte beim FC Bayern und schon rollte der Nachfolger an. Giovane Elber, Teil des magischen Dreiecks aus Stuttgart. Elber, so schön kann Fußball sein. Giovane Elbers Wechsel bescherte Stuttgart einen warmen Geldregen in Höhe von rund 12 Millionen D-Mark. Dennoch, die Trennung fiel schwer.
vor allem für die zwei von Stuttgart, Giovanni Elber und Freddy Bobic. Giovanni hat Sie bedient, Sie haben Giovanni bedient. So ein bisschen Wehmut dabei bei den Aktionen? Es tut weh, ja. Ja, mehr brauche ich nicht sagen, das ist beschissen. Zwischen Ihnen beiden ist alles okay? Ist alles okay. Wie immer, Pa. Ich liebe Freddy. Der VfB Stuttgart. Borussia Dortmund. Bayern München. Und Bayer Leverkusen. Die fantastischen vier der Bundesliga. Der Spielplan wollte es so, dass alle vier an einem Spieltag aufeinander trafen. Der Showdown an einem Wochenende. Lehnhoff! Lehnhoff in der Mitte, Kirsten, schön! Ach, Ulf Kirsten und dann Sergio! Das 0:1. Leverkusen überzeugte in Stuttgart und Ulf Kirsten belebte die Titelträume der Bayer-Elf. Stuttgart verabschiedete sich aus dem Kreis der Fantastischen Vier und Christoph Daum klärte ab jetzt jeden auf, wie es um die Meisterschaft steht. Hören wir mal rein. Okay, Dixie, Dortmund verliert von jetzt an alle. Stuttgart holt höchstens noch einen Punkt und die Bayern schlagen sich eh immer selbst. Guck mal, wenn ihr ab jetzt jedes Spiel mit mindestens 12 Toren Divergenz gewinnt, seid ihr schwuppdiwupps wieder oben dran. Mal angenommen, Freiburg schlägt am letzten Spieltag den KSC mit 8:1 und Rostock haut Schalke weg. Mensch, Dixie, da könntet ihr theoretisch sogar noch Meister werden. Ja. Aber Meister werden wir schon, also vergiss es. Gut. Hab sowieso kein Wort verstanden. Etwas falsch verstanden hatten auch wohl einige beim Gipfeltreffen in Dortmund. Statt großen Fußball gab es erst einmal Haumichblau. Spar 9 Sekunden, das erste Foul. Klee und Zickler waren aneinander gerasselt und schon gibt's ersten Zoff. Links kommt Basler ins Bild, schubst Zorc weg, schubst Kola weg. Und dann sieht er auch noch, komm ruhig her. Und Matthäus hält ihn auch noch zurück. Und nochmal, komm her. Nee. Kunden waren gespielt. Die Antwort der Bayern. Anstoß, wieder Anstoß also. Boah, ey, sagten sich die Ruhrpott-Fans. Was für ein Anfang. Klinsmann zu Zickler. Kreh bei ihm. Hier unglaublich, Rizzitelli. Das waren die fußballerischen Höhepunkte. Und so ging's weiter. Am Schluss erklärte Basler, dass es mit dem Dortmunder Titel-Hattrick nichts mehr werden würde. Das 1:1 war für Dortmund zu wenig. Aus dem Vierkampf wurde ein Zweikampf. Der neue Körperkult in der Liga. Bochum, die Sonne brennt, die Frisur bleibt geschützt. Bremen, Windstärke 5, das Haar sitzt gut. Leverkusen spielen im Regen, die Locken halten. Das Haar ist härtesten Bedingungen ausgesetzt. Doch selbst nach 90 Minuten sitzt die Frisur immer noch perfekt. Kein Spliss konnte den Männermähnen was anhaben, aber jetzt geht's den Locken an den Kragen. Ich finde das scheiße, weil ich seit Januar habe immer gewartet, einen entscheiden und ist nicht gefallen und wir sind schon März und ich sah nicht bis jetzt. Ich glaube, jetzt ist schon Zeit. Die Matte ist out, es lebe das Kurzhaar. Carsten Janke ist ja gekommen mit der Frisur. Ich habe dann gesagt, bei mir ist entweder ich lasse die Haare ganz lang wachsen oder ich schneide sie irgendwann mal ab. Mit lang wachsen war ein bisschen ein Problem. Also bin ich zum Carsten, der hat mir die Haare einfach mal abrasiert. Das muss ja jeder selbst wissen, was er macht, wie er sich verunstaltet. Der Kaiser hat leicht reden, dabei ist er nicht ganz unschuldig. Dafür kann Franz Beckenbauer allerdings wirklich nichts. Die Spieler tragen ihre Sticheleien zur Schau. Tattoos, die Zeichen der Zeit, gehen unter die Haut. Japanische Symbole, mysteriöse Indianerbänder oder Comicfiguren. Die Bundesliga setzt voll auf die bunten Farbtupfer. Ich habe mir schon mal überlegt, da irgendwas drüber machen zu lassen, weil ich mal was anderes haben wollte. Aber ich denke mal, das bleibt erstmal so. Und vielleicht wird da noch eine kleine Familie draus. Auch Jürgen Klinsmann stichelt mit. Stürmer trägt seine Haut zu Markte. Eins reicht und das ist okay. Ich werde es vielleicht noch schließen, weil es ist ja nur ein halbes Band. Und werde das noch schließen. Wieso nur ein halbes? Zeigen Sie nochmal. Ja, es ist also hier offen. Ne? Und deswegen werde ich das noch irgendwann dann schließen.
Lothar Matthäus kämpft für sich und gegen seine Vergangenheit. Keine Zeit für Gefühle. Die unterschiedlichsten Motive für ein Tattoo. Bunt, schräg und schrill. Oder vielleicht mal ganz anders? Ja, dem Einzigen, den ich zutraue, ist Oliver Schweißing. Der könnte sich die ganze Hautfarbe tätowieren lassen, damit er ein bisschen brauner wird. Aber ansonsten ist das in Ordnung. Die Bundesliga hängt an der Nadel. Nur der Ball lässt sich nicht bestechen. Spezialtraining für den FC St. Pauli. Statt Technik, Taktik und Torschuss beschäftigte man sich lieber mit der Frage, was ist denn nun ein offener Schlagabtausch? Ja! Und die Kiezkicker zeigten es dem Tiger. So sieht echtes Pressing aus. Für ihn kam der Knockout bereits am 28. Spieltag. St. Pauli trennte sich von seinem ungeliebten Trainer Uli Maslow. 2 Jahre Coach auf dem Kiez. Aber so richtig heimisch fühlte sich Maslow dort nie. Dann packe ich meine Sachen und gehe nach Hause. Assistenztrainer Nemeth stieg für ihn in den Ring. Und das ausgerechnet im Schicksalsspiel gegen Abstiegskonkurrent Hansa Rostock. Doch St. Pauli wirkte wie ein angeschlagener Boxer in der letzten Runde. Keine Deckung mehr vorhanden und dann der endgültige K.O. durch Steffen Baumgart. 8, 9, 10. Aus! Auch im Übrigen für den SC Freiburg. Aber das ist dann schon bitter. Das sage ich so, das ist fast ein bisschen Zynismus, wenn ich hier noch ein halbwegs lächelndes Gesicht habe. Klassenziel verpasst. Für Volker Finkes, einstige Musterschüler, gab es in dieser Saison zu oft die Note mangelhaft. Torwart Schmadtke bekam darüber hinaus auch noch eine 5 in Betragen. Jeder was zum anderen. Bei jeder Niederlage zeigt er Beine. Bei jedem Sieg zeigt er Beine im Boden. Harry de Chever. In der letzten Saison als Retter gefeiert. Jetzt fehlte dem Knipser der Strom und in Freiburg gingen die Lichter aus, ebenso wie in Düsseldorf. Der Holger Fach hat gerade bei uns gesagt, wenn ein Verein zum Teil auf Spiele mit Regionalliga-Niveau setzt, dann kann man nicht mehr als so eine Leistung heute erwarten. Würden Sie das unterschreiben? Ich glaube, der Holger weiß auch, in welcher Situation wir uns befinden. Sprachlosigkeit bei der Fortuna. In Düsseldorf verteilten plötzlich andere die Bonbons. König Alex musste seinen Thron räumen und die sonst so gefürchtete Betonabwehr der Fortuna wurde immer brüchiger. Das ist ganz bitter für uns. Wir wussten, wenn wir heute nicht gewinnen, dann wird es sehr, sehr schwer, die Klasse noch zu halten. Der tränenreiche Abschied für Georg Koch und Fortuna Düsseldorf. Der Star ist die Mannschaft. Auf Schalke haben das die Spieler wörtlich genommen. Der Trainer musste gehen. 23 Mann im Lizenzspielerkader. Dann hat er mir gestern am Mittwoch gesagt, so, der hat Frust. Von 23 hatten 4 keinen Frust gegen ihn. Und alle hatten Frust gehabt. Wie willst du da gedeihlich zusammenarbeiten? Verstehe ich. Versteht ihr das jetzt mal? In der vergangenen Saison feierten sie noch die UEFA-Cup-Teilnahme und Jörg Berger. So, die Mannschaft hätte sich jetzt ja auch sehr einfach machen können, weil wir hatten ein gutes Leben. Wir haben recht viele freie Tage gehabt. Wir haben mit ihm über alles reden können. Wir hätten es uns einfach machen können, dann wäre heute keiner hier. Er war hart und wohl zu wenig herzlich. Jörg Berger scheiterte auf Schalke. Dass es zu einer Trennung kommen kann, das ist im Profigeschäft alltäglich. Die Art und Weise hat mich gestört und mich stört auch dann, dass so viele kleine Internas nach außen dringen. So, Mädels. Auf unseren besten Trainer und den größten Borussen aller Zeiten ein dreifaches Hip Hip. Hurra! Trainerentlassung in Gladbach. Ein Abschied mit Sekt und Stiel. Ich kann mich nur
nochmals lobend über den Verein äußern. Ah. Ich habe 13 Jahre wunderbar da gearbeitet. Der Trainer war okay, aber zu lange erfolglos. Man muss auch ganz klar sein, dass der Trainer nicht schuld war, sondern dass wir das Ding da reingefahren haben. Rauschmiss, Entlassung oder Trennung, das inszenierte Dankeschön in Gladbach. Aus für die Jahre, das ist keine Floskel, hervorragender Zusammenarbeit und unter glücklicheren Bedingungen alles, alles Gute zu wünschen. Dankeschön. Das Glück hatte ihn verlassen. Nur zwei Spieltage vor Schluss kam für Felix Magath das Ende beim HSV. Diese Entscheidung, die habe ich ganz alleine getroffen, damit das mal ganz klar ist. Beliebt war er nie mit seinem autoritären Führungsstil. Weißt du, Bernd, mein Training ist jetzt noch härter geworden. Also wirklich, ich habe mir da Sachen ausgedacht. Steine schleppen, Bäume fällen, Auto waschen. Das ist gut. Und so waschen. Ja, genau, der schlaucht und macht kaputt. Und dann geht's erst richtig los. Zirkeltraining, 50 Kilometer Lauf, barfuß natürlich, ist doch klar. Und wenn sie dann denken, jetzt ist Schluss, kriegen sie eine Nagelschere. Zum Rasenmähen. Hey, Richie, trag mal geschwind in die Kabine und hol das Sauerstoffzelt. Aber vorher schön aufpusten. Es ist gescheitert, weil vielleicht ein Großteil der Mannschaft ihn nicht mehr zugehört hat. Felix Magath, der Marathonläufer. Und Felix Magath, der Kämpfer. Ich akzeptiere diesen Schritt nicht, werde morgen zum Anwalt gehen und auf Wiedereinstellung klagen. Ich will hier weitermachen. Becks große Momente und der Zweikampf um die Meisterschaft. Im Augenblick nicht in der Haut der Münchner stecken. Wir haben ganz viel Angst. Wir wollen nach dem letzten Spieltag Meister sein. Dann müsst ihr auf Leverkusen wetten oder ist euer Geld weg. Der Zweikampf Bayer gegen Bayern ging in die Entscheidung. 33. Spieltag, hinein ins Müngersdorfer Stadion. Dort, wo Christoph Daum an alter Wirkungsstätte wenig Grund zur Freude hatte. Der Grund hieß Dirk Hein und die Angst des Torwarts vor dem Rückpass. Toni Polster sagte Dankeschön. Bittere Momente für Christoph Daum. Denn kaum hatte er sich wieder hingesetzt, da patzte seine Abwehr schon wieder. Givio völlig frei zum 2:0 noch vor der Pause. Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft und die bange Frage lautete, was machen eigentlich die Bayern? In München konnten die Fans zunächst nur die Kölner Führung bejubeln. Auf dem Platz setzte es dagegen den ersten Schwabenstreich. Die Führung der Stuttgarter durch Danny Schwarz. Und die sorgte beim Mister für einen erheblichen Adrenalinausstoß. Aber die Münchner kämpften. Der Ausgleich durch Christian Ziege. Und liebe Stuttgarter, genau hingeschaut. Der Ball war drin. Und Bayern setzte nach. Vorne muss es scheppern. Abseits, Fragezeichen nach Basler Vorlage, Klinsmann. Und Scholl, 45. Minute, 2:1, Bayern hat's gekippt, ist vorne, durch, Scholl. 2:1 zur Pause für die Bayern, die Meisterschaft war greifbar nah. In Köln versuchte Christoph Daum, seine Mannschaft noch einmal zu motivieren. Aber er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet ein Österreicher sein Herz für die Bayern entdeckt hatte. Der Dreierpack von Toni Polster ließ Leverkusens Titelträume in weite Ferne rücken.
Debakel also in Köln, jetzt hieß es für Bayer, hoffen auf die Stuttgarter. Hier wird mehr Meister heute, wenn es so weitergeht. Weiß man nicht, wir haben nur 45 Minuten zu spielen und da kann viel passieren. Als hätte er es geahnt. Ausgleich der Stuttgarter durch Bobic. Aber man merkte, dass die Bayern an diesem Tag die Entscheidung wollten. Basler auf Rizzitelli und der brachte Bayern wieder auf Meisterschaftskurs. Und so bedankt man sich auf Italienisch für eine gute Flanke. Und Vitecek stürzt die Bayern in endlose Jubelarien. Es war wie so oft eine verrückte Bundesliga-Saison für den FC Bayern München. Aber diesmal eine Saison mit glücklichem Ende. Deutscher Meister 1997, der FC Bayern München.